Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Sonntagnachmittag, den Vormittag und Mittag haben wir mit anderen Sachen verbracht. Dirk war ein bisschen im Garten, danach mussten wir ein bisschen was am PC erledigen und jetzt kümmere ich mich endlich um besseren Durchblick. Ja, ich habe das schon lange vor mich hingeschoben. Das mit den Fenstern. Die sind sowas von furchtbar dreckig von außen. Von innen habe ich die zwischendurch mal das eine oder andere geputzt gehabt. Mit Maissima-Tüchern geht es ja ratzfatz. Da ist man auch drinnen ja natürlich nicht so vom Wetter abhängig. Aber draußen habe ich das nicht geschafft. Die letzten Monate. Also mache ich das jetzt. Zum groben Dreck entfernen nehme ich ein Handschuh. Das ist ein Mikrofaserhandschuh von Yemaku. Das Ding ist so mega super. Entfernt eigentlich auch ohne Reinigungsmittel. Alles sehr gut, aber da meine Fenster nur wirklich mega dreckig waren, habe ich tatsächlich einen Tropfen Spülmittel, einfach nur Spülmittel reingetan in den Eimer und mache jetzt den ganz groben Dreck mit diesem Handschuh weg. Geht sehr gut. Also das ist jetzt keine Werbung, habe ich mir selbst gekauft, diesen Handschuh. Ich habe zwei davon, habe ich glaube ich schon mindestens 15 oder wenn sogar nicht noch länger, Jahre. Und dem passiert rein gar nichts. Einfach zwischendurch in die Waschmaschine schmeißen. Damit kann man super das Bad putzen. Oben machen wir das auch. Da ist ein Handschuh fürs Bad putzen. Benutzen die Kinder ganz oft. Ich wasche das einfach zwischendurch und dann ist das wieder einsatzbereit. Dann mache ich mit einem anderen Lappen, heute ist es ein bisschen umständlicher, weil es eben so dreckig war, mit einem anderen Lappen den Dreck weg. Und dann habe ich einen Eimer mit einfach nur klarem Wasser und ein Maissima-Tuch. Und das ist jetzt der letzte Schliff. Ich mache jetzt mit dem Maissima-Tuch, den ich nur ausgespült und sehr gründlich, soweit es mit meinem schmerzenden Handgelenk ging, ausgewrungenen Maissima-Tuch alles nachtrocknen. Die Kinder sind auch dabei. Easy hat gerade geholfen. Die befreit die ganzen Fenster und Terrassentüren von Spinnweben und was da jetzt so ist an anderem Dreck. Und ich kümmere mich jetzt einfach um den Rest der Fenster. Also eins habe ich, jetzt sind die anderen dran. Das sind jetzt aber große Terrassentüren. Ja, da hat man auch einiges zu putzen und ich bin ein kurzer Mensch, deswegen muss ich ein bisschen, ja, mich strecken, auf diese kleine Stufe mich stellen oder wie auch immer. Und mit dem Handgelenk ist es gerade jetzt beim Wetterumschwung, keine Ahnung, das Wetter weiß nicht, was es will. Ja, etwas komplizierter, weil das doch schon, ja, wie so ein laufender Barometer wehtut. Christian hat da ein bisschen was geholfen, der bringt mir auch jetzt noch einen zusätzlichen Eimer mit Wasser, weil, sehr dreckig, die Fenster. Also bin ich jetzt mit drei Lappen und drei kleinen Eimern unterwegs, um diese Fenster zu putzen. So. Die Katzen sind natürlich auch die ganze Zeit irgendwo dabei und beobachten, was wir da jetzt alles treiben. Aber es ging tatsächlich relativ schnell. So lange habe ich gar nicht gebraucht, wie ich eigentlich befürchtet hatte. Aber ja, es musste wirklich ganz, ganz dringend gemacht werden. Von innen kann ich das ja ein anderes Mal weitermachen. Da ist man ja dann nicht mehr so vom Regen oder Nichtregen abhängig. Obwohl diese Terrassentür, durch die wir immer raus und rein gehen, mache ich einmal schnell nur mit Maissima-Tuch durchwischen. Vor allem da unten hatte ich richtig hartnäckige Fingerabdrücke von meiner Nichte Alinchen. Ja, also meine Patschehände mit wahrscheinlich irgendwas Klebrigen. Ich habe keine Ahnung, was das genau jetzt diesmal war. Und auf jeden Fall hat sie da ihre Abdrücke hinterlassen. Ich habe die jetzt ganz schnell noch weggewischt. Und dann habe ich noch dieses Gitter, diese Gittertür einmal auch abgestaubt. Das Ding war auch mega dreckig. Man kann sehr gut sehen den Unterschied, wo schon gewischt wurde und wo nicht. Und wie der Lappen nachher ausgesehen hat, Katastrophe. Ja klar, da setzt sich ja auch natürlich der ganze Staub fest.
und Polen und sonst was. Also das ist echt sehr dringend notwendig gewesen. Ja, und so mache ich jetzt einfach diese Seite, alle Fenster komplett putzen. Die andere Seite muss ich gar nicht, weil da war ich ja zwischendurch schon dran. In der Küche, wenn ich mal so einen etwas größeren Küchenputz gemacht habe, habe ich dann auch gleich das Fenster geputzt letztens und auch den Vorhang ausgetauscht. Im Badezimmer vor gar nicht so langer Zeit habe ich auch das Fenster geputzt, als ich etwas gründlicher das Bad geputzt hatte. Aber diese Seite ist, ja, vernachlässigt gewesen von meiner Seite. Und heute habe ich mich dazu durchgerungen. Dann ist das einmal erledigt. Das nächste Mal kann ich dann im Herbst irgendwann mal putzen. Das reicht dann vollkommen aus. Also, wie oft putzt ihr eigentlich eure Fenster? Ich habe nun mal ganz schön viele davon. Oben auch, da muss ich auch unbedingt dran. Freiwillige vor? Gibt's welche? Ja, ich putze die Fenster leider nicht so oft, wie ich das vielleicht hätte machen sollen. Letztes Jahr habe ich tatsächlich ein paar Mal mehr sogar, glaube ich, geputzt. Dieses Jahr habe ich das irgendwie nicht geschafft bis jetzt. Ich habe schon, klar, einmal, glaube ich, habe ich die Fenster bis jetzt geputzt. Aber normalerweise putze ich die doch schon etwas regelmäßiger. Na egal, jetzt habe ich das geschafft. Jetzt bin ich auch schon bei den letzten angekommen. Dann bin ich auch gleich fertig damit. Ja, wenn ich schon dabei bin, putze ich natürlich gleich auch diese weiße Tür und das kleine Fenster. Das ist ja auch so ein Punkt. An diesem Fenster, auf der Fensterbank, also nicht dieses Fenster, dieses Fenster, da sitzen oben super gerne die Katzen. Dementsprechend sieht das auch aus, da ist alles Mögliche dran, also Katzenhaare, Katzensabber, Katzenschnodder, was weiß ich was, Katzenpfotenabdrücke, das war so dreckig, da konnte man wirklich gar nicht mehr rausgucken. Jetzt ist das wieder strahlend sauber. Ja, und dann habe ich gedacht, mache ich diesen Tisch einmal etwas gründlicher sauber. Wir wischen ihn eigentlich jeden Tag, wenn wir uns da jetzt irgendwie hinsetzen wollen, einmal sauber. Der Tisch ist auch sehr, sehr alt schon und da hat sich einiges schon reingefressen. Also ich habe jetzt den Tisch geputzt, geschrubbt, aber so groß den Unterschied sieht man nicht wirklich, weil der Dreck, Verfärbungen, was auch immer, sich schon wirklich in den Plastik reingefressen hat. Wir wollen gleich auch Tee trinken, deswegen wische ich auch nochmal den anderen Tisch ab. Da sitzen wir momentan eher dran. Und dann stelle ich die ganzen Pflanzen, die ich vorhin von der Fensterbank da weggenommen habe und so, einmal richtig hin. Dirk hat gerade ein bisschen rumgemeckert, weil ich den Stativ mit der Kamera in den Weg gestellt habe. Er bringt jetzt die Stühle, die Holzstühle, die da auf der Holzterrasse stehen, weg. Die Stühle, die wir nicht immer brauchen. Ein paar lässt er stehen, falls wir jetzt ein oder zwei mehr brauchen, wenn Besuch ist oder so. Aber da sind, glaube ich, 10 Stühle oder so gewesen und die brauchen wir nun nicht alle. Aber wenn sie so stehen bleiben, komme ich nicht an die Wäscheleine. Und jetzt tut er mir den Gefallen und bringt ein paar von den Stühlen weg, damit ich besser die Wäsche aufhängen kann und die anderen stellt er da etwas bequemer hin. Ja, und ich habe mich dann ja kurz entschlossen, auch diese Scheiben, das ist ja dann kein Glas, ne, das ist Kunststoff, einmal abzuwischen. Vorher mit einem Handfeger abgefegt. Und dann wische ich die nur einmal, ohne jetzt mit 3 Lappen und so weiter durchzuwischen, einmal nur mit einem Lappen den groben Staub weg, dann passt das schon. Durch diese Scheiben müssen wir nicht durchgucken, die sind extra so gedacht, dass sie nicht ganz durchscheinend sind. Ja,
einmal überall ein bisschen Ordnung schaffen, dann sieht es auch gleich besser aus. Guckt mal, dieses Ding haben wir gefunden. Wir haben gestern für die Flaschen mit Spezi und so was gebraucht. Und Dirk hat das uns aus dem Schuppen geholt. So ein Anker als Flaschenöffner. Fanden die Kinder vor allem richtig toll. Ja, jetzt gieße ich das Wasser weg und zeige euch das Sofa. Das hat Dirk und Christian, die beiden haben das heute Morgen aus dem Schuppen geholt. Der hat da jetzt Platz gebraucht und da haben gleich die Katzen es für sich eingenommen. Okay, diese sitzen gerade hier. Total süß. Überall, immer, auf jedem Stuhl, sobald irgendwo eine Sitzauflage ist, sitzen sie da. Ja, und hier zeige ich euch die Fenster, wie sie jetzt aussehen. Also ich bin zufrieden, die sind wirklich sauber geworden, wenigstens von außen. Jetzt wollen wir auch den Tee trinken, wir haben schon alles rausgebracht und entfernen erstmal unsere vierbeinigen Mitbewohner ein bisschen. Ganz sanft runtergeschubst, damit man sich hinsetzen kann. Damit wir auch eine Pause machen können. Der Kuchen, den ich am Freitag gebacken habe, ist übrigens sehr, sehr lecker geworden. Also der Teekuchen. Mal was anderes. Die Teenote merkt man da drinnen tatsächlich. Ein bisschen mit Zimt und Vanille. Es schmeckt sehr gut. Kann ich nur empfehlen, nachzumachen. Und man kann da jedes Obst drin verwenden, was man gerade da hat und was verarbeitet werden muss. Ja, wir genießen jetzt einfach mal den Kuchen und den Tee. Erstmal nur zu zweit, dann kommt Easy raus und dann irgendwann mal kommt auch der Christian raus. Rafi hat verzichtet, der bereitet sich mental auf den ersten Schultag morgen. Ja, wir lachen gerade darüber. Er findet das nicht lustig, dass morgen wieder die Schule losgeht. Dann hat er auch noch erfahren, welchen Lehrer er bekommt jetzt in der Oberstufe. War auch nicht ganz so begeistert, deswegen, der tut mir wirklich leid. Also ganz, ganz wirklich. Ein bisschen. Ja, da ist der Christian gekommen und die Katzen, die sitzen wirklich überall, ey. Deswegen wollen wir die auch nicht im Haus haben. Weil sie auch auf die Tische gehen. Hier wird gekuschelt. Wieder mal. Oh. Fall nicht runter. Du fällst gleich runter, Felix. Boah. Total süß. Das passiert, wenn man aufsteht. Ich war 3 Sekunden weg. Und zack, liegt hier schon wieder einer. Das gibt's doch nicht, ey. Katastrophe. Hier sitzen wir gerade und trinken Teechen und die lungern die ganze Zeit drumherum. Irgendwo muss noch einer sein und hier liegt einer auf meinem Platz. Hey, mein Platz! Ja, nach dem Fensterputzen habe ich die ganzen Putzlappen, ich sammle die immer, in die Waschmaschine geschmissen und auch die Decken, die die Kinder und wir am Strand gebraucht hatten. Ja, das habe ich jetzt alles gewaschen und hänge es schnell auf. Jetzt habe ich ja ordentlich Platz. Natürlich habe ich die Putzlappen ohne Weichspüler gewaschen, damit sie auch besser Wasser und Dreck aufnehmen kann. Und jetzt bin ich auch schon in der Küche und kümmere mich erstmal um den Geschirrspüler. Wir haben ja das Geschirr, was wir gerade benutzt haben, reingetragen. Ich räume das ein und dann
muss ich mich ums Abendessen kümmern. Und dafür muss ich erstmal ein bisschen was schälen und schneiden und das Wasser aufsetzen. Ich habe das Wort Wasser gesagt und aufsetzen. Ich denke, ihr habt schon verstanden, es gibt eine Suppe oder einen Topf. Mir ist wirklich schon die ganzen letzten Tage danach, deswegen bereite ich das jetzt alles vor. Kartoffeln schälen, Möhren, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch und dann schneide ich die Brechbohnen oder Stangenbohnen, ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Sorte war, auf jeden Fall sind die schwarz, zeige ich euch gleich etwas genauer. Ein bisschen davon schneide ich gleich klein und benutze es für den Eintopf. Und Dirk gesellt sich zu mir und schnippelt den Rest. Wir haben nämlich einen ganzen Eimer aus dem Garten geerntet von den Bohnen. Und die müssen natürlich verarbeitet werden und eben für den Gefrierschrank zum Einfrieren vorbereitet werden. Und genau das machen wir gleich, aber einen guten Teil davon nehme ich jetzt für meinen Eintopf.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, jetzt etwas näher dran. Ja, ich habe euch heute gar nicht so viel mitgenommen, aber ein bisschen schon. Und jetzt ist Zeit fürs Abendessen. Wir haben nämlich 7:15, relativ spät, aber ist nicht so schlimm. Ist ja Sonntag, da verschiebt sich bei uns sowieso immer wieder mal was. Außerdem haben wir Tee getrunken. Also am Verhungern ist gerade keiner. Von daher passt das ganz gut. Mir ist schon seit Tagen nach Suppe. Weil die ganze Woche gab es nirgends Suppe. Im Urlaub haben wir was anderes gegessen. Und davor gab es auch schon keine Suppe ein paar Tage lang. Gab es letzte Woche überhaupt Suppe? Wissen Sie, wie so Schwanzsuppe gemacht wird? Nee, irgendeine gab es, aber ich weiß nicht mehr welche. Auf jeden Fall schon sehr lange ohne Suppe. Also bin ich auf Suppenentzug gerade. Und das passt ganz gut jetzt, weil wir eben unsere eigene Ernte an Bohnen haben. Und zwar sind das keine normalen Bohnen dieses Mal, sondern irgendwas Black, keine Ahnung, hieß die Sorte. Guckt mal, die Bohnen, die innen drin sind, die sind schwarz. Oder irgendwie anders, so dunkelgrau, aber auf jeden Fall sind die nicht eben normal weiß oder rot. Die sind schwarz. Das ist echt mega. Ne? Und auch einige von den Bohnen, ne, so Hülsen, ne, sind es dann, sind auch solche Farbe. Nicht nur grün, sondern auch solche Farbe. Ne, und wenn man dann so aufmacht, kann man gut sehen, dass sie drinnen schwarz sind. Ja, Dirk sitzt da gerade und schnippelt mir die Bohnen. Ich werde gleich mich dazu gesellen, wenn die Suppe in Arbeit ist. Werde dann auch mitschnippeln. Aber erstmal muss natürlich das Abendessen in Arbeit sein. Wenn die Suppe richtig schon dann ohne mein Zutun kochen kann, schneide ich auch weiter mit. Ja, es wird eine ganz einfache, ja, oder Eintopf wahrscheinlich, je nachdem, wie dickflüssig das Ganze dann wird. Auf jeden Fall aber nichts Besonderes. Außerdem habe ich noch ein bisschen Reste vom gestern. Wir haben gegrillt. Ich habe ja Freitag lecker, wirklich super leckeres Fleisch mariniert. Aber es ist ein bisschen so 1,5 Stückchen geblieben. Ich konnte gestern irgendwie gar nicht wirklich essen. Ich habe nur ein halbes Stückchen gegessen. Ja, die verwerte ich jetzt einfach auch mit drinne. Dann ist da auch ein bisschen was Fleischiges halt dabei. Und ansonsten kommt nicht viel rein. Ich nehme euch jetzt mit und zeige euch das. So, da habe ich schon Kartoffeln drinne. Hier in der Pfanne ist schon das Öl heiß geworden. Deswegen mache ich hier auch schon mal weiter. Und zwar habe ich hier 2 kleine Zwiebeln. Die habe ich klein geschnitten und die werden hier jetzt angebraten. Ich mache diese Zajarka. Ich finde es einfach leckerer, wenn es angebraten ist. Ja, Zwiebel, entweder eine große oder 2 kleinere, ist ganz egal. Werden angebraten, genauso wie 2 Möhren. Die kommen auch noch mit dazu und dürfen anbrutzeln. Und in den Topf kommen Kartoffeln. Ich habe jetzt auf diese Menge, das sind 3 Liter Wasser, 5 Kartoffeln genommen und eben ein paar Hände voll Bohnen. Kann sein, dass ich gleich ein paar mehr brauche, werde ich gucken. Dann habe ich hier eine Paprika, die wird auch mit angeröstet ein bisschen. Und eine Solo-Knoblauch. Die kommt aber in die Pfanne rein, wenn das Gemüse ein bisschen schon angebrutzelt ist. Und hier kommt jetzt einfach das klein geschnittene Grillfleisch mit rein. Passt sehr gut. Ich denke, ich brauche ein paar Bohnen mehr. Ich klaue jetzt einfach welche, die schon geschnitten sind. Aha. Hier hat Dirk schon welche geschnitten. Und der ist ganz, ganz lieb und macht es so, wie ich es haben will. Und zwar mag ich die Bohnen nicht, wenn sie so groß sind, sondern ich schneide meine Bohnen immer ungefähr 1 cm solche Stücke. Genau. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Mehr kommt hier nicht rein.
natürlich Salz, Pfeffer, Bohnenkraut, ein bisschen Dill und so weiter, ne? Das sowieso, klar. Aber an Gemüse und so ist das jetzt auch schon alles. Das wird jetzt angebraten und hier mache ich schon mal Salz rein. Oder man nimmt irgendeine Brühe, das geht natürlich auch sehr gut. Ich nehme jetzt aber nur Salz und ein bisschen Pfeffer. Ja, und hier in der Pfanne wird dieser Jarque einfach nur ein bisschen angeröstet alles. Und dann kommt es auch in den Topf dazu. Und jetzt gebe ich noch hier den Knoblauch mit rein. Überlege gerade, ob ich noch das Ganze tomatig mache oder lasse ich das. Mann, was meinst du? Willst du die Suppe tomatig haben oder klar? Ja, und während dieser Jarque da vor sich hin brutzelt und der Rest kocht, werde ich mir jetzt einfach ein Brett holen und eine Schüssel. Falsch. So. So. Und werde die Bohnen auch gleich mitschneiden, damit das nicht alleine macht. Ja, während mein Eintopf vor sich hin köchelt, ich habe jetzt auch ein bisschen die Hitze runtergestellt. Ja, während das jetzt brutzelt oder blubbert, schnippele ich die Bohnen. Dirk hat am Tisch da sein Brett und ich habe mich hier hingestellt. Zu zweit geht es einfach schneller. In der Zwischenzeit kommt der Inhalt der Pfanne mit in den Topf rein und dann darf das alles weiter kochen und ich schnippel einfach weiter. So, alles fast so schon so weit geschnitten. Dirk macht gerade den Rest, da sind nur noch ein paar Böhnchen. Hier ist die Suppe aber auch schon fast fertig. Deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter. Ein paar Lorbeerblättchen, die sind auch ganz klein, muss ich auch wieder auffüllen unbedingt. Dann einfach mal ein paar Kräuter, wie man so lustig ist. Ich habe hier Bohnenkraut. Ein bisschen was davon. So. Dann Dill nehme ich ein bisschen mit rein. Die 8 Kräutermischung habe ich jetzt minimal noch was drin, mache ich jetzt einfach noch mit dazu und ein bisschen Schnittlauch. Dann probiere ich einfach mal, ob ich genug Salz drin habe. Ja, ist auch super. Und jetzt darf es einfach alles zu Ende kochen. Und dann haben wir bald die Suppe auch schon fertig. Ein bisschen noch blubbern lassen.
Ich räume in der Zwischenzeit hier ein bisschen auf und tüte die Bohnen ein, damit ich die in den Gefrierschrank packen kann. Ja, und jetzt verräume ich einfach alles und tüte die Bohnen ein. Es werden insgesamt 4 Tüten, ja, so portionsweise. Wir brauchen nicht so viele auf einmal, deswegen auf 4 Tüten aufgeteilt. Gut verpackt kommt das Ganze einfach jetzt in den Gefrierschrank. Ich habe nur vorhin was gekleckert, also musste ich kurz noch den Boden wischen mit so einem Abreißtuch. Und dann kann ich das alles verpacken und gleich zeige ich euch einfach, wie die Suppe fertig oder der Eintopf fertig aussieht. So, ihr Lieben, fertig ist unser Abendessen. Ein Bohneneintopf. Genau. Super lecker mit eigenen Bohnen. Was will man mehr? Ich werde jetzt die Bande zusammenrufen und dann werden wir essen und danach sehen wir uns kurz wieder. Also bis gleich. So, ihr Lieben, wir haben jetzt 8:10 schon. Und ich wollte das Video beenden. Ich habe euch heute minimal tatsächlich nur mitgenommen. Wir hatten nämlich was am PC zu tun. Dirk erstmal mit Easy, dann Dirk mit mir. Wir gucken ja gerade aktuell, für uns ist das wirklich wichtig, einen neuen Kamin, weil unsere, ja, den Bestimmungen nicht mehr entspricht. Und ja, deswegen waren wir jetzt auch schon so gucken. Und online gibt es natürlich mehr Auswahl als irgendwo im Laden. Nicht so einfach, aber ich habe da schon ein paar Sachen ausgesucht. Mal gucken, welcher davon es wird. Ist auch ja nicht gerade günstig, das Ganze, aber wir müssen uns einen neuen holen. Genau, die Gäste haben wir jetzt auch schon. War sehr, sehr lecker. Alle sind glücklich und zufrieden. Okay, Rafi, ich habe vorhin auch schon gesagt, Jugendlicher günstig abzugeben, ohne Rückgabe- und Umtauschrecht. Natürlich ist das nur Spaß. Er hat alles rausgepult und die Flüssigkeit rausgeschlürft, aber die Bohnen hat er auf den Teller gelassen. Jo, so. Das ist bei uns aber immer so. Wenn irgendwas sowas in der Art gibt, Bohnen vor allem mag er überhaupt nicht, aber... Ich kann ja nicht immer nur das machen, was die wollen. Heute habe ich das gekocht, was ich haben wollte. Die anderen Bohnen, 4 Tütchen sind es geworden, habe ich jetzt eingetütet und in den Gefrierschrank schon gepackt. Dann haben wir für 4-mal entweder Beilage oder in die Suppe oder irgendwie so Bohnen da aus dem eigenen Garten. Finde ich richtig gut. Leider so wenig. Es sind dieses Jahr, wirklich, das Jahr ist furchtbar, was Garten angeht. Nichts will richtig wachsen, nichts will richtig irgendwie werden und die Schnecken fressen auf das, was aufgegangen ist. Von den Bohnen haben wir 2 Reihen ausgesät, eine ist gekommen und auch nicht besonders so üppig. Ich dachte eigentlich, es wird mehr. Als wir das ausgesät haben, jetzt ist es nur das geworden. Naja, dann ist das so, kann man nicht ändern. Genau, das Video ist jetzt eigentlich auch schon zu Ende und ich wollte am Ende einfach nur eine Frage beantworten. Es wurde von mehreren die Frage gestellt, was habe ich damit gemeint, dass der Termin, den ich jetzt in der Schmerzklinik bekommen habe für den 7. Oktober, dass er nicht fest ist. Dass es noch überhaupt nicht sicher ist, ob ich da jetzt hinkomme oder nicht. Ja, ich hatte ja den Termin, der über 3 Stunden ging, ein bisschen länger. Einmal normale Untersuchung mit einer Allgemeinmedizinerin, denke ich mal, die ja auch Fragen gestellt hat, aber die waren mehr so dann auf das körperliche Befinden und so weiter gerichtet gewesen.
hat mich dann auch untersucht, abgehört, abgeklopft, was weiß ich, also alles Mögliche. Mich halbwegs zu einer Brezel und dann wieder zurück verknotet. Und dann hatte ich über 2 Stunden Unterhaltung mit einer Psychiaterin. Und das ist jetzt das Problem, die Unterhaltung mit der Psychiaterin. Ich habe einfach nur die Fragen, die gestellt wurden, ehrlich beantwortet. Man hat sich eigentlich super unterhalten, einfach nur unterhalten. Zwischendurch hat sie dann irgendwelche Fragen reingeworfen, wie, wer sind die Eltern, wo du herkommst, wie das so war und so weiter. Und Geschwister und Kinder und Ehe, die erste Ehe, jetzt die zweite, wie, ne, alles so, dass der Große ja aus der ersten Ehe kommt und so weiter, ne, wie viele Kinder und ob das von einem Mann, und da habe ich das natürlich auch alles erzählt, was damals passiert ist, wie das so war und so weiter. Und dann hat sie noch ein paar Fragen gestellt, die meinen Gemütszustand und so weiter angeht, ob ich mich manchmal so oder so fühle oder ob ich mal bestimmte Gedanken hatte. Und ich bin nun mal ein ehrlicher Mensch, hätte ich vielleicht einige Fragen nicht beantworten sollen. Weiß ich jetzt so im Nachhinein nicht oder vielleicht nicht ganz so ehrlich sein sollen. Habe ich natürlich alles trotzdem ehrlich beantwortet, weil man nicht weiß, ne, was so. Ich habe noch nie so großartig Erfahrung mit Psychiatern gehabt. Außer mal bei Mutter-Kind-Kur. Und das ist aber schon die letzte, ist. Moment, Raffi ist 17. Ja, fast 16 Jahre her. Da hatte ich ja Kontakt, mehrere Sitzungen mit einer Psychiaterin. Aber danach ist ja noch ganz, ganz viel passiert, ne, in der Familie, in unserem Leben und so. Und habe ich einfach jetzt auch die Fragen beantwortet, die ein bisschen knifflig sind, sage ich mal so. Ne, und am Ende stellte sich raus, oder wie sie so gesagt hat, einerseits gehörst du eindeutig hierher, du musst in diese Schmerzklinik, weil es ist nicht abzusprechen, ne, dass ich nun mal eine Schmerzpatientin bin. Andererseits aber kann es sein, dass ich momentan für die Klinik zu viel bin. Also von der Problematik her. Und dass ich vielleicht zuerst in eine andere Klinik muss. Das war jetzt so, was sie mir gesagt hat. Die hat mir zwar jetzt den Termin gegeben, aber der eigentliche Arzt, der dann für mich zuständig sein wird, der ist gerade im Urlaub. Er kommt jetzt irgendwann mal Mitte August. Hier schlägt gerade was durch die Gegend. Mitte August kommt er und dann wird zusammen das alles besprochen und entschieden. Und wenn er okay gibt, dann bin ich in Oktober für 2 Wochen weg in der Klinik. Ich darf dann auch in der Zeit nichts posten aus der Klinik oder so. Das heißt, ich bin dann tatsächlich komplett weg, von der Bildfläche sozusagen verschwunden für diese Zeit. Aber es kann gut passieren, dass er sagt, nein. Erstmal muss die andere Sache halt eben behandelt werden. Und das bedeutet, dass ich dann für 6 Wochen wahrscheinlich weg bin in eine Klinik, die dann ja sich mit meinen psychischen Problemen beschäftigt. Ja. So sieht's aus. Also ich bin da nicht ganz so der Meinung. Ich finde, ich habe das auch, die hat mir auch gesagt, also ich sehe ihnen an, ne, dass sie damit jetzt nicht ganz einverstanden sind, dass sie nicht der Meinung sind, dass sie da so Probleme haben, weil ja alles funktioniert. Die hat mir die Worte wirklich aus dem Mund so quasi genommen. Ich wollte gerade das auch sagen, wieso, ich funktioniere doch ganz normal. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Alles ist super, mehr oder weniger, ne? Es läuft doch. Anscheinend aber nicht. Ja.
Es sind so Sachen halt wie eben Schmerzdepressionen, die sind auch nicht von der Hand zu weisen, ne? Also die sind da, aber eben auch anscheinend ein paar andere Sachen. Und die spielen auch eine Rolle, ist klar, zu den ganzen Schmerzen. Das ist alles nicht voneinander zu trennen, wohl wie es aussieht. Genau, das ist jetzt das Problem. Also das ist das, was ich damit gemeint habe, als ich am Mittwoch euch kurz so beiläufig gesagt habe, dass ich höchstwahrscheinlich, also ich befürchte bei meinem Glück, naja, weil ich habe da nicht wirklich Glück damit, ne? Kuranträge, Reha-Anträge oder sonst was wurde auch die letzten 15 Jahre immer wieder abgelehnt nach der letzten Mutter-Kind-Kur, weil denen war ich dann nicht krank genug. Und jetzt ist das Problem, dass ich für diese Klinik für den Moment zu krank bin. Ja. Wir werden sehen. Drückt einfach mal die Daumen, dass sie mich nehmen, dass es nicht ganz so dramatisch ist. Also ich sehe das jetzt nicht ganz so dramatisch alles. Aber ich bin ja auch kein Arzt. Von daher kann ich das jetzt nicht ganz so bestimmen oder so auch wirklich gut beurteilen. Ja. Aber so sieht's aus. Dazu spielt halt auch die Hypersensibilität und dann auch diese Hyperaktivität. Ich bin nicht, habe jetzt nicht direkt ADHS, aber ich bin eben hyperaktiv. Aufmerksamkeit und so weiter ist kein Problem, das hat sie auch gesagt, aber ich bin schon so ein unruhiger, zappeliger Mensch. Immer auf Achse, immer wie angetrieben, das ist auf jeden Fall vorhanden. Und dann eben noch ein paar andere Sachen, die im Leben passiert sind, die dann auch noch eine Rolle spielen, die dann auch ihre Spuren hinterlassen. Egal, ob das jetzt, mein Vater oder meine Schwester oder was auch immer so alles drumherum passiert ist in den letzten, sag mal so 30 Jahren. Es hat sich alles so summiert und daraus kam die Folge, dass das wohl doch etwas größere Rolle spielt. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Ja, das wollte ich euch jetzt noch kurz erzählen. Und ansonsten war es das von mir. Ich habe endlich die Fenster geputzt, nur von außen zwar, aber ich habe es geschafft. Ich habe das jetzt monatelang irgendwie vor mich hingeschoben. Das ist jetzt abgehackt. Die Fenster von innen muss ich auch noch dann die Tage fertig machen. Aber jetzt habe ich auch noch einige Termine. Jetzt steht Zahnarzt. Am Dienstag ist dann MRT-Termin für den Kopf. Dann habe ich noch, was war da noch? Irgendwas. Also auf jeden Fall einige Termine stehen an. Und morgen geht's los für die Kinder. Die haben keine Ferien mehr. Die 6 Wochen sind so schnell vergangen. Die leiden auch beide sehr, sehr laut. Das könnt ihr euch vorstellen. Bereiten sich mental jetzt auf den ersten Schultag vor. Dirk und Christian haben noch eine Woche Urlaub. Die haben ja die Betriebsferien und die richten sich nach den Ferienzeiten in Hamburg, weil die Firma ja in Hamburg ist und die haben jetzt noch Ferien. Passt auch ganz gut, dann muss nicht Isi, sondern Dirk mich zum MRT-Termin am Dienstag fahren, weil ich ja komplett dann in die Röhre muss, ne, Kopf. Und das geht bei mir nicht ohne Sedierung, das heißt, muss gefahren werden und so weiter. Ne? So ein paar Sachen müssen erledigt werden und das nehmen wir jetzt in Angriff. Ja, aber ich nehme euch, wo es geht, mit. Das ist schon mal klar. Ich werde euch die Tage auf jeden Fall bei irgendwas mitnehmen. Und wir müssen nur halt gucken, wie das klappt mit was. Ne? So, wenn wir unterwegs sind, vielleicht nehme ich euch da auch mit. Werden wir sehen. Ja, jetzt habe ich schon wieder länger gequatscht, als ich eigentlich vorhatte. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, wer mag. Für euch ist das kostenlos, für mich bedeutet es aber schon ziemlich viel. Ich bin für jedes Abo dankbar, für jeden Daumen hoch. Ja, sehr dankbar. Ich wünsche euch allen auch eine schöne neue Woche, nach Möglichkeit natürlich stressfrei. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.